Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Noni Zockt, und heute zocken wir das Spiel EA Sports FC 24. Letztes Mal haben wir das UCL oder auch Champions League Finale gezockt. Diesmal machen wir es nicht, sondern spielen Volta Football. Volta Einzelspiel. 4 gegen 4 ohne Torwart. Es gibt auch 4 gegen 4 mit, 4 gegen 4 ohne, 3 gegen 3 ohne Torwart. Aber wir machen 4 gegen 4 ohne Torwart. Wir nehmen Borussia Dortmund und als Gegner nehmen wir Paris Saint-Germain. Muss mal gucken, wo sie sind. Ah, jetzt habe ich, ja, nee, hier gleich ist Paris Saint-Germain. Hier, Paris Saint-Germain. Wir nehmen von beiden die Heimtrikots, weil das sind eigentlich immer die schönsten. Und wir gehen auf den Parkplatz. Volta Football, der Spielmodus, erinnert mich sehr an FIFA Street. Ja, das ist ein ganzes Spiel von Volta sozusagen. Team managen werden wir jetzt mal. Wen haben wir drin? Haller, Mokoko, Özcan, Hummels. Ich glaube, ich würde es so lassen, außer Haller. Da würde ich Brand reinmachen. Ja, ist doch eigentlich ganz gut. Gut, spielen. Jetzt starten wir mal rein ins Spiel. Hier, da ist der Parkplatz. EA Sports, will ich auch sagen. Parkplatz. Da machen die Brezelarme, so nenne ich das immer. Und ja, das ist Paris Saint-Germain. Gut, und jetzt geht's los. Hier, ein Schnellpass. Da nützen eher die Flitzer. Und 1:0 direkt. Die blauen Flammen steigen nicht, was? Boom. Hier, das ist die Wiederholung. Schön hat er den gemacht. 1:0 für uns. Julian Brandt war's. Ah, nach 7 Sekunden 1:1. Das ist ja torreich. Kannst zwar Ramos. Okay. Jetzt, boah, jetzt wird schwer. 2:1 schon. Gut, jetzt, aber schnell. Schnelles Spiel müssen wir machen. Zum Beispiel jetzt so ein... Hä? Ach so, faul. Ja, dann da am besten immer auf der Linie stehen, weil da kann eigentlich nicht so viel passieren. Okay, jetzt kann man ruhig angreifen. Aber es ist halt immer gefährlich ohne Torwart. Aber bei denen ist es auch gefährlich und gut für mich. Das heißt, ich kann so einen reinmachen, aber ich habe es nicht geschafft. Ja, komm. Ah, was ist denn das? Zweimal nicht geschafft. Egal, weiter geht's. Komm, wir holen uns die Pariser noch. Jetzt nach unten. Ja, komm. Schaffst du, ja. Youssoufa Moukoko. Super. Hier. Ein schönes Tor. Gut gemacht. Kleinere Tore, aber natürlich als normal. Youssoufa Moukoko. Ja, komm, er ist jetzt wild. Er will nochmal ein Tor. Ah, hat er nicht geschafft. Nicht so schlimm. Jetzt, komm, jetzt zum Koko. Ah, scheitert an Kylian Mbappé, aber läuft irgendwie noch rein. Los. Das ist Straßenfußball, ganz eindeutig. Ronaldinho und so waren da auch Experten drin. Aber ich auch so ein bisschen, weil ich zock immer mit meinen Freunden Hassan, Haider und Batu Fußball. Und ja, Straßenfußball ist es. Und das macht sehr Spaß, wie gemerkt. Nicht nur immer im Training oder so. 3:3, naja, nicht schlimm. Komm, immer noch ausgeglichen alles. Ja, komm, jetzt. Ah, schade. Mbappé jetzt am Ball. Ah, für die Führung. Mist. Okay, genau, all right, again. Also nochmal.
Ja, stark. Ah, da hätte ich den Pass durchgekriegt, dann wäre es das Tor. Jetzt aber. Ah, scheitert an Kylian Mbappé. Komm zurück. Ja, komm zurück, Jungs. Ja, richtig cool, wie er den reingeschoben hat. Hier, Brandt hat gepasst und da hat er den richtig cool im Netz versenkt. Untergebracht. Im Netz untergebracht. Gut. Jetzt Youssoufa Moukoko nochmal. Moukoko läuft ganz cool ins Tor rein. Das war cool. Und damit führen wir, glaube ich, schon wieder. Oder? Hier nochmal schönes Tor. Und wir führen, glaube ich, 5-4. Oder? Guck mal. Ja, 5-4. Ah, wäre fast 6-4. Nein, ja, Glück gehabt. Oh, soll ich mich jetzt eigentlich freuen oder nicht? Also ja, ich habe den gehalten, aber ich könnte ein Tor daraus machen. Aber jetzt holen wir es nach. Und Youssoufa Moukoko macht einen Flickflack, glaube ich, oder Vorwärtssalto. Ja, hier, Vorwärtssalto. 6-4 für den BVB, also für uns. Ja, komm, jetzt Özcan. Ah, da wollte ich ins Tor wieder reinlaufen. Ja, viel zu gierig von mir. Und Mbappé mit dem Rückwärtssalto macht er rein. Guckt es euch mal an. Hier. Boah, das war ein schönes Tor. Das muss ich zugeben, auch wenn ich jetzt nicht größter Mbappé-Fan bin. Und... Ah, er hat runtergezählt. 3, 2, 1. Aber leider noch nicht das Tor geschafft. Aber 6-5 führen wir. Zur Halbzeit. So, jetzt wechseln wir mal. Ja, Team managen. Ne, geht gar nicht. Oder doch? Ne, geht nicht. Oder ich guck noch mal. Vielleicht so drehen? Nee. Ich glaube, dann lasse ich es einfach so. Zweite Halbzeit. Oh, direkt so ein Kacktor. Okay, komm. Nochmal. Nein. Okay, komm jetzt, rette mich. Komm. Die Boys machen aber noch eins. Hey. 8-6. Mist. Aber komm, das holen wir uns noch. Nein! Wenn der reingehen würde, wäre es aus. Ja, ja! Aber auch ein sehr schöner Pass zu Youssoufa Moukoko. Bam, bam! Hier, Brand zu Moukoko und der macht den rein. Ganz eindeutig. Ja, okay, das war ein blöder Fehler. Aber komm! Özcan hat den Ball und 8-8. Super. Brand, sehr, sehr stark. Hier, da passt er und Tor. Eiskalt versenkt. Aus der Vogelperspektive haben wir das Tor gesehen. Komm. Ah, fast die Führung. Jetzt aber keins kassieren. Ja, stark, Moukoko. Und gegen die Wand gespielt. Und ja, wir haben den Ball wieder gekriegt, aber jetzt haben wir ihn wieder verloren. Ja, aber jetzt kriegen wir ihn wieder und... Ah! Kein Tor leider. Aber jetzt? Jetzt! 9-8! Gutes Tor! Ja! Yeah. Cooles Tor!
Komm, Brand, holst du. Ah ja, stark. Und 10 zu 8. Richtig cool. Der Hintergrund ist sehr schön. Mit den Fans und dem Netz, falls die Fußballer wild aufs Netz schießen. Also rausschießen, damit die nicht verletzt werden. Und das haben wir richtig gut noch geschafft. Oh, aus so einer Aktion wird ein Tor. Richtig cool. Ja, richtig cool. Julian Brandt war's. Nein, 11 zu 9. Noch eine Minute. Nein, ja, ja. Scheitert an Kylian Mbappé und das gleich zweimal. Ja, aber jetzt. Ey, dribbel doch nicht nach hinten und jetzt wird's sau schwer. Boah, aber es war ein Bombenschuss von Mbappé. Kann es irgendwie sein, dass ich gerade zu jedem Mbappé sage? Ey, es gibt's nicht. Schon wieder Ausgleich. Hier ist alles offen. Wir schaffen es nicht. Oh, Glück gehabt. Leeres Tor und den haben wir gemacht. Pure Erleichterung. Das wurde sehr knapp gegen Ende, also eben gerade noch. Aber wir machen den rein. Glück gehabt. Ey, wenn wir das gewinnen, echt nur mit Glück. Weil es gab zwar Stellen, paar Stellen, die waren echt knapp. Boah, und Brandt. Zwei Tore Führung. Gut, Julian Brandt. Der hat mich jetzt beruhigt. Hier, dieser Pass war super und dann lässt er sich das Tor nicht entgehen. Gut. Jetzt, Glück. Ja. Und schaffen wir. Ganz cool versenkt er den im Tor. Gut gemacht. Hier wie die Fans im Hintergrund mitjubeln. Schöner Hintergrund, muss ich sagen. Ist ja auch ein Parkplatz und so. 14 zu 12, aber gar nicht schlimm. Weil es sind auch nur noch wenige Sekunden zu spielen. Deswegen 7. 6! Und ich kassiere nochmal ein Tor. Jetzt wird es doch nochmal knapp. Ganz knapp gewonnen. Yes! Richtig cool haben wir das gemacht. Und das war's mit diesem Spiel. Gut, ich würde sagen, das hat jetzt gar nicht so lange gedauert. Wir machen noch ein Spiel. Und ja, Spiel beenden. Und wir machen noch ein Volta-Spiel. Hier wieder auf Volta. Einzelspiel. 4 gegen 4 mit Torwart diesmal. Lass mal gegen Liverpool spielen. Hier, ich gegen Liverpool. Aber danach reicht das auch mit dem Video. Nach diesem Spiel. Gut. Hier, das Team von Liverpool. Alisson im Tor. Bei uns Gregor Kobel. Und ja, das ist jetzt eine größere Halle als vorher. Eine viel größere sogar. Das heißt, es wird auch nicht so krass torreich wie beim letzten Mal, weil ich glaube, da habe ich ja 13 zu 12 gewonnen. Ne, 14 zu 13 habe ich da gewonnen. Aber trotzdem wird das auch torreich werden. Gut, renn, Haller. Renn!
Und Julian Brandt hat den Ball. Gut. Weiter. Er dribbelt. Und. Ah, leer versemmelt. Also der Abschluss. Aber jetzt Brandt. Was? Alisson hält den noch. Ey, Alisson ist gut drauf. Das muss ich sagen. Ah, aber die Ecke war ja komplett schlecht. Der Hintergrund hat sich auch verändert. Ist auch ein bisschen schön, na? Und größer. Alles ist hier größer, weil es halt mit Torwart und nicht so krass torreich ist. Und, ah, wir kriegen noch einen Einwurf raus. Ja, Einwurf? Warte mal, es war doch ein Pass. Cool. Und jetzt kann es gefährlich werden. Jetzt wird es mega gefährlich. Aber Kobel, Maschine, erfüllt ihn noch. Da freut er sich auch. Yes. Nein. Oh ja. Oh mein Gott, er hält ihn wirklich noch. Aber was war das für ein cringer Abschlag? Okay. Sebastian Haller, komm. Eine Minute geht diese Halbzeit noch. Komm. Ja, er schafft's. Puh, denkt sich der Dortmund-Spieler. Das war ja knapp. Aber jetzt Ecke, die Situation ist so ein bisschen geklärt, denkt er sich. Kein 1-0, bloß kein 1-0 fangen. So ein Kobel muss halten. Und wir müssen auch mal vorne hier eins reinkriegen. Ey, was ist das denn? Jetzt wird es besonders schwer. Komm, Brandt. Ah, Alisson hat ihn. Mist. Komm, ich dachte, ich habe gerade auf einen Torwartfehler gehofft. Ja, aber ich glaube, das passiert denn nicht. Was fandet ihr besser? Schreibt's mal dann am Ende in die Kommentare. Den Volta-Modus, also diesen Volta-Modus mit Torwart oder ohne Torwart. Also ich finde irgendwie den ohne Torwart ein bisschen spaßiger. Ah, jetzt haben die einen Freier gekriegt. Aber nicht so schlimm. Liegen aber immer noch 1-0 hinten. Das stört mich ein bisschen. Ja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 und kein Tor. 3, 2, 1, nicht geschafft. Schade. Naja, nächste Halbzeit. Direkt weiter. Haller, komm. Ah. Schaffst du? Komm, Brandt. Hol dir den. Ja. Richtig schönes Tor. Ah, das war für ein schönes Tor. Ich meine, richtig schöner Lauf, wollte ich sagen. Tor aber nicht. Oh, 2-0. Das werde ich wahrscheinlich jetzt verlieren. Ja, weil das wird jetzt sehr, sehr schwer. Ja, ich glaube, das werde ich jetzt verlieren. Aber die Musik ist schön. Und ja! Ja, was für ein Torwartfehler. Guckt euch das mal an. Komm, wir holen uns das noch. Hier, guckt euch das mal an. Alisson denkt so, da wird der Trainer nicht so erfreut drüber sein. Über dieses Tor und über meinen Torwartfehler. Ich bin ja auch in echt Torwart und ich würde sagen, da sieht er nicht so gut aus. Ja. Ah, Alisson hält. Aber da sah er ganz gut aus.
Gut. Jetzt Liverpool am Ball. Robertson. Krieger Kobel hält mich nochmal im Spiel. Wäre der drin, hätte ich glaube ich verloren. Aber jetzt haben wir ja noch eine Minute und 40 wertvolle Sekunden Zeit. Jetzt komm! Nein! Das war knapp. Und jetzt! Und! Mist! Jetzt wird's gar nicht einfach. Die Zeit rennt natürlich mit Liverpool mit, nicht mit mir. Ich muss hoffen, noch irgendwie den Ball ins Tor zu bekommen. Nein, das wäre es doch gewesen. Kommt mal. Ey, die Spieler sind aber auch irgendwie blöd gerade. Ja, Kobel, kommt raus. Den Ball verloren. Aber jetzt haben wir ihn wieder. Nein! Mann, wäre da noch in die, also wäre da nicht weiter nach außen gegangen, hätte Alisson keine Chance gehabt. Komm, 38 Sekunden nur noch. Das müssen wir noch irgendwie schaffen. Das wäre richtig cool. Alles nach vorne hier. Das könnte mein Aus sein, ist es aber nicht. Jetzt alles nach vorne nochmal in den letzten 25 Sekunden. Kommt, Jungs. Gegen Liverpool. Ja, okay, das ist mein Aus. Oh, Glück gehabt. Ja, okay, verloren. Das haben wir verloren. Naja, nicht schlimm. Kann ja nicht alles immer für mich ausgehen. Und ja, Leute, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Noni Zockt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und schreibt gerne in die Kommentare, was euch besser gefallen hat. Welcher Volta-Modus? Der erste oder der zweite? Abonniert gerne diesen Kanal. Aktiviert das Glöckchen. Und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal.